Schalalalalalala. Ah. Mittwoch, 20. Dezember. Da, ich habe gerade gezeigt, ich habe gerade mit dem Finger auf die Scheinwerfer vom LKW gedeutet. Man sieht hier eh nichts, ist noch dunkel. Jens fährt los. Wietzendorf-Tour, Vormittagstour heute. Und ich mache mit dem Vater dann gleich die Argoliner voll. Der kann dann heute Nachmittag die zweite Tour fahren und dann ist das für dieses Jahr durch. Dann geht es ja am 2. Januar erst wieder los im Werk. Jens macht gerade Abfahrtkontrolle, wie es aussieht. Wir machen den Bunker leer und dann gehe ich packen. Hier kann man erst mal sehen, was da für ein Sand mitgekommen ist, ne? Und dann haut er aber ja, hier fällt was raus. Gestern haben wir noch eine Kiste kaputt gebrackelt, die war zu voll beim Leerdrehen, ist sie dann, weil der ganze nasse Boden ist beim Leerdrehen dann das Ding auseinandergeknackt. Dann müssen wir noch was anderes bauen. Aber es funktioniert ja. Ne? Wir werden den Sand, also das wäre, ist jetzt hier ungefähr ein Akkuliner. Das war auf einem Akkuliner drauf, bisschen mehr noch. Wir haben ja gestern zweimal ausgedreht. Das haut soweit echt gut hin. Wir haben es jetzt leer laufen lassen. Die Anhänger sind noch nicht voll. Wir wollen aber aus dem Schuppen von hinten die Kisten noch weg haben und ein paar Kartoffeln noch mit von da laden. Damit wir dann irgendwann noch beikommen, davon noch welche in der Halle kriegen in Kisten. Hier Steintrennung habe ich. Ich hätte sie noch ein bisschen aggressiver einstellen können, aber das ist auch, die haben wir gestern zweimal leer gedreht und dann ist das jetzt noch drin. Also. Ach Moment, ihr seht das alles gar nicht. Ich hole mal die Lampe noch mal schnell rauf. So, also das hilft auch. Also wir kriegen schon eine ganze Ecke Dreck hier raus, was sonst alles nach Wietzendorf gekommen wäre, in der Probe gewesen wäre und vor allem auch nicht wirklich die Transportwürdigkeit hat. Ne? Das Ding, der Bunker,
Licht ausmachen. Der Bunker, der soll jetzt abtrocknen. Dann gehe ich da die nächsten Tage nochmal mit dem Besen rein. Fege das alles einmal sauber, dann lasse ich den ganzen Bums nochmal laufen. Und dann nochmal einmal fegen, sodass es ordentlich sauber ist. Denn nächste Woche Donnerstag hätten die gerne nochmal einen Zug Packware Belana. Da gehen wir dann Mittwoch eben bei. Denke ich mal, Mittwoch. Lassen den rüberlaufen, sortieren das ein bisschen mit durch. Die Drillinge nehmen wir ein bisschen raus und dann können die Donnerstag, ich habe noch keine Uhrzeit, aber Donnerstag sollen die hin. Die wollten gerne vor Weihnachten, kurz vor Weihnachten noch welche haben. Gestern angerufen, ich sage, ja, dann, ja, okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt preislich, ob da noch viel nach oben geht oder nicht, aber wir haben jetzt ja noch knapp 4 Züge geschätzt. Ja, dann kommt mal einer weg. Man muss auch nicht zu hoch pokern. So, Ina ist jetzt auch wieder da. Ina musste die Kinder zur Schule fahren, weil der Bus nicht kam. Gestern war der Techniker noch da für den Drucker, aber die waren sich noch nicht so richtig grün, ob das jetzt alles schon richtig funktioniert. Also Ina testet das jetzt gleich. Wir hoffen, dass es läuft. Und dann machen wir die, wie ich gesagt habe, bis zum 16. Das muss jetzt irgendwie noch raus. Das kriegen wir irgendwie auch hin. Ein Mann, ein Wort, ne? So. Einmal andere Schuhe, andere Jacke und dann geht's los. Doch fast die Dachrinne gewesen da hinten. Da wollen wir am letzten Tag ja wohl nicht noch machen. Ne? Am letzten Tag nicht. Letzte Wietzendorf-Tour war das für mich. Johann fährt heute Nachmittag noch mal eine Tour hin. Mit dem Schlepper. Aber wie gesagt, für mich war es das. Eigentlich hatte ich gedacht, ich will noch mal den LKW waschen. Aber bei dem Wetter muss ich wohl noch eine kleine Trockenphase abwarten, weil im Moment schifft das wieder ganz gut hier. Naja. Thank you.
Schalalalalalalala. Schalalalalalalala. Ich habe alle Bestellungen geschafft. Super. Juhu. Ja. Oh, wir konnten unser Wort halten. Just in time. Der Postbote muss jeden Moment kommen. Und wir haben alles geschafft. Alles geschafft. Puh. Ah, herrlich, herrlich. Ina hat Vollgas gegeben, der Drucker geht seit gestern Abend leider so leidlich, ist noch nicht perfekt, aber er druckt und die Drucke sehen gut aus und die Hoodies und die Shirts sind top geworden. Das ist die Hauptsache. Ja, wir hoffen, dass noch pünktlich ankommt alles. Ja, guck mal, wenn das heute rausgeht, heute ist Mittwoch, das kommt noch. Ja, klappt noch. Ja, ja, das läuft. Guck mal, was macht der Jens hier? Volllaser. Den Laser, den hat uns mal jemand von euch geschickt. Ja, den Linienlaser. Da hat Jens den, Jens hat fuchsmäßig da eine Halterung gebaut für den Laser. Und jetzt baut Jens hier die Leisten an für die Regale, richtig? Richtig, da kommen dann die Regale unter, die Regalplatten und dann eben noch ein paar Dreiecke, damit das Ganze eben nicht abhaken kann, aber dass man so eine Anstoßkante hat eben. Ja, voll geil. Du bist so Laser. Ich bin so Laser. Nenn mich Luke. Luke. Nice. Nice, nice, nice. So. Wir haben hier ernsthaft Sonnenschein. Und da habe ich gedacht, wir gehen noch einmal spazieren, gleiches Mittagessen. Jens wollte den LKW eigentlich noch mal waschen, mal sehen, vorhin hat er das so geschifft, da muss er sich auch nicht durchregnen lassen. Entweder nachher noch oder sonst morgen. Läuft ja jetzt auch nicht weg. Der Zug für heute Nachmittag ist fertig geladen, da fährt Vater damit los. Nachmittag irgendwie 1:30, 2:30 werde wohl losfahren. Und dann haben wir Wietzendorf für dieses Jahr geschafft. Das ist immer nice, ne? Was für ein schönes Wetter. Herrlich. Herrlich. Wo wollen wir denn nochmal hin? Wollen wir da hin? Ah, hier ist der ganze Dreck weggekommen. So langsam nimmt das hier auch wieder Gestalt an. Der LKW passt hier jetzt auch wieder unter das Dach hier. Das sieht auch gut aus. Peak fein. Dass ich mal kurz den Kopfschnitt verpassen wollte. Das war echt ein ganz schön knappes Ding mit dem Drucker. Und er hatte gestern natürlich mal alles ins Blöcke geschraubt. War selber noch ein bisschen, weiß auch nicht, ob das jetzt alles war. Also, das war nicht ohne. Das war schon richtig, dass dann Henniger kam. Das hätten wir alleine nicht hingekriegt. Definitiv nicht. Na.
Füttern ist durch. Jens ist gleich auch mit dem Waschen fertig. Und ich bin hier gerade noch mal eben in der Halle. Ich überlege gerade die zugeschickten Lampen, die beiden, die wir haben. Ich glaube fast, dass wir die genau in den Giebel hängen. Eine da und eine da. Dann haben wir hier in dieser Halle die beiden erstmal so aufgeteilt und dann kann man das schon ganz gut beurteilen. Und vor allem können wir sie von da auch ein bisschen weiter runterhängen lassen, ohne dass wir da mit dem Stab dagegen fahren. Ganz oben. Das ist, glaube ich, nicht ganz doof. Und dann müssen wir halt mal gucken. Also ich denke, dass wir einfach jeweils von der Lampe und von der Lampe da eine Verteilerdose setzen, ein Kabel abgehen. Dann brauchen wir hier, keine Ahnung, 2x5 Meter Kabel. Dann können wir es da direkt mit aufklemmen und dann geht es über die Lichtschaltung mit an. Das ist ja dann nicht so das große Hexenwerk. Ich denke, so werden wir das dann mal in Angriff nehmen. Das wird aber erst Anfang Januar, denke ich. Ja, zumindest, also wenn es diese Woche nichts mehr wird, dann nächste Woche ist erstmal Ruhe angesagt. Da wird nicht ganz viel passieren. Jens hat Urlaub. Ich muss mal gucken, ist denn das Kabel da? Ja, da läuft das Kabel. Da können wir eine Dose setzen. Eine Abzweigdose. Und dann mit Vago klemmen den ganzen Quatsch zusammen und das Kabel einmal da in dem Träger weiterziehen. Das sieht gut aus. Das sollte hinhauen. Dann muss ich noch mal. Wir wollten eigentlich eh noch zum Baumarkt. Vielleicht fahren wir da morgen mal eben hin. Ach, morgen muss ich erst zur Versammlung. Ja, vielleicht hinterher. Mal gucken. Da soll man eben zwei Abzweigdosen mitnehmen. Vielleicht noch eine Tüte Vago-Klemmen dazu. Sicher, sicher. Kannst du immer brauchen. Dass wir dann zumindest das Material dafür schon mal alles hier haben, wenn das dann losgehen soll. So, wir gucken mal beim Jens vorbei, wie weit er da ist. Blitzeblank. Ganz anderen Schnack, ne? Ganz anderen Schnack. Ich habe da mal was vorbereitet. Sieht schon mal blank aus. Jens, jetzt müssen wir ja eigentlich noch Bescheid sagen, dass wir gerne die Wildtonaufkleber zurück hätten. Hast du was? Jetzt wollen wir die Wildtonaufkleber noch haben. Ja. Die da eigentlich raufgehören. Ja. Die sollen wir nachher schicken. Ja, können sie raufkleben und dann machen wir sie ab, damit wir dann nachher irgendwann nächstes Jahr Rückpass ranschreiben genau. können. Aber toll wär's. So, die Seite auch noch eben. So, das sieht doch schon gleich ganz anders aus. Jetzt haben wir aber keinen Bock mehr. Hinten ist noch was und da sind noch ein paar Schilder und so, aber das machen wir heute nicht mehr. Das Große ist auf jeden Fall weg. Ja. Sehr schön. Ja, dann kannst du ja einpacken. Ich roll den Bums hier weg. Ja, ich pack ein, genau. Traumhaft. Müll. So.
piekfein. Ach, hier können wir auch noch mal ausfegen, ne? Aber nicht jetzt. Jetzt nicht. Jetzt macht ihr mal nicht so eine Platte. Ja, so. Wir haben gerade schon unser Feierabendbier getrunken. Ja, haben wir schon. Und festgestellt, dass wir noch gar nicht Tschüss gesagt haben. Nee. Wir werden nachlässig, Leute. So Mann, langsam, Mann, Mann. Ist also langsam ist so Weihnachts. Ja. Fast. Ganz noch nicht. Was war heute nochmal? Mittwoch, ne? Ja. Ja. Zwei Tage haben wir noch. Also, bis zu Ende. Bis morgen. Ja. Fizzing. Fizzing. Los, lass uns abhauen. Ja.